Willkommen zu einem neuen Video, wenn ihr sehen wollt. Das ist mal in einem Wohnwagen, in einem verlassenen Wohnwagen. Das sieht von draußen so groß aus, ne? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wenn ihr sehen wollt, was wir da drin entdecken, dann bleibt auf jeden Fall dran. Bis gleich. Ja, da wären wir auch schon. Wir mussten gerade noch mal ein bisschen abwarten. Hinter uns waren noch ein paar Spaziergänger. Wir suchen jetzt mal einen Weg rein, was aber glaube ich gar nicht so schwer hier ist. Was haben wir hier denn heute, André? Ich weiß nur, dass es eine Fabrik ist, aber leider Gottes keine Daten, nichts dazu. Also. Lass das mal wahr. Das könnte was mit einer Werkstatt zu tun gehabt haben. An der Werkstatt sollte hier mit dran sein. So schlau sind wir auch. Die Tür, die ist zu gemauert. Also, eine alte Fabrik, aber was genau, können wir euch gar nicht sagen. Also auf jeden Fall hat es hier schon das ein oder andere Mal gebrannt. Das ist auch so ein schöner Schornstein. Jetzt aber richtig. Hier haben sie richtig gewütet. Also das ist so sitzt da vorne. Da sind noch alte Autositze, ja, Motorhaube. Und Waschbecken. Auf jeden Fall, da ist noch eine Stoßstange. Ja, vielleicht war hier mal ein Schrauber danach drin. Muss hier auch eine Grube sein. Da fahren wir wahrscheinlich gleich rein in die Grube. Ziegel auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ganz schön ramponiert, wenn euch das mal anguckt. Ein alter Öltank oder was. Alter Bosch-Kühlschrank. Ich finde die Griffe ja noch total geil, ne? Würde ich mir so noch eine Bude stellen. Hier draußen gehen wir gleich mal hin. Einmal ziehen wir hier noch mal durch. Ja, das dauert nicht mehr lange, dann stürzt das ganze Ding hier, glaube ich, ein. Ja. Nee, keine Axt dabei. Nach Winterreifen aus. Das ist sehr gut, also wenn man noch Winterreifen bräuchte. Ja, hier war auf jeden Fall mal die Gasflasche und sowas. Hier hat mal bestimmt einer an Autos geschraubt. Bietet sich ja auch an, ne? Hier diverse Stoßstangen. Ich weiß nicht, irgendwie
sieht das so ein bisschen nach Opel aus. Wie geil ist das denn? Mittendrin steht hier ein Bäumchen. Wie geil ist das denn? Sieht urig aus, ne? Okay, hier, alter Stall, da werden mal Viecher drin gelegen haben. Hier hat, glaube ich, die ganze Nachbarschaft so ein bisschen ihren Müll im Laden. Jetzt haben wir hier nochmal so einen Viecherstall. Das ist bestimmt die Nachbarschaft, die hier alles hingeschmissen hat. Könnte ich wetten. Aber das irgendwie, das sieht irgendwie geil aus mit dem Autoladekabel. Mit dem Bäumchen. Ja, hier sind diverse Kabel. Das hat's auch echt. Muss immer aufpassen, dass hier nichts auf den Kopf fällt. Gut, wir gucken mal, ob wir dahin noch was Interessantes finden und melden uns dann gleich wieder. So, mal gucken. Was hier draußen so. Von hier sind wir gekommen, ne? Von hier sind wir gekommen. Nein, von hier sind wir nicht gekommen. Doch. Ja, hier können wir noch rein, hier an der Seite. Ich würde ganz gern da mal ins Hauptgebäude rein. Da muss man ja eigentlich. Hier ist alles dicht gemacht. Auch alles dicht. Wir haben da vorne noch eine Kettensäge gefunden. Was haben wir hier noch? Holz ohne Ende. Was haben wir da? Wolf. Gehen wir von aus, dass Batterieladegerät ist ein altes. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall nochmal rausschleichen und mal gucken, ob wir hier irgendwie noch ins Hauptgebäude reinkommen. Ich höre André da hinten schon einbrechen. Ja, hier ist das. Das hat so ziemlich hinter sich. Gut, Andrea steht da schon, als wenn er was sagen will. Der hat wahrscheinlich einen Eingang gefunden. Dann sehen wir uns da gleich wieder. Wir sind jetzt wieder draußen auf Freifläche. Mal kurz Gas geben. Das wäre hier direkt neben uns. Ich zeige euch jetzt nicht direkt, wo wir sind. Aber direkt neben uns ist noch eine Fabrik. Die ist intakt, also noch Arbeiter. Ja, das wollen wir mal. Hier ist das Gebäude ran. Schauen wir mal. Okay. Alte Kasse. Aber war das Pförtnerhäuschen oder die Anmeldung? Das sieht von draußen so groß aus. Danach. Altes Radio, hier ein Schreibtisch.
Ein Herzchen. Vielen Dank. Ich kenne jemanden, der wird die essen. Hörre, der hat letztes Mal in einem Wohnwagen, in einem verlassenen Wohnwagen, Gummibärchen gefunden, die seit 10 Jahren abgelaufen sind. Hat er sich trotzdem reingedrückt. Kann man machen. Halt noch Geschirr raus. Okay. Bärenstark. Das sieht von draußen so groß aus, ne? Finde ich. Und jetzt bist du drin und hast du so ein kleines Kabuff. Das ist auch schon aus. So, wir gucken jetzt mal, dass wir da reinkommen und suchen mal einen Eingang. Okay. Hier ist nochmal so eine Garage. André sagt gerade, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil quasi genau. Oh, da ist ein Skier, Alter. Was ich sagen wollte, genau hier hinter sind Gärten und Wohnhäuser. Und André sagt gerade, dass da wohl Leute sind. Also ein bisschen ruhig verhalten. Aber ich kenne mich mit Skiern gar nicht aus. Fischer sagt mir was, aber eher so von Metalldetektoren, muss ich sagen. Das ist eine Waage. Das ist eine alte Waage. Und da sind wahrscheinlich vorne, weil die ist irgendwo mit der Straße verbunden, die LKWs raufgefahren. Und das ist definitiv eine Waage. Okay. Hier sind alles noch so kleine. Was haben wir hier? Seht ihr da was? Wir sehen es dann nachher. Wir sehen es dann später, genau. Natives Olivenöl. Hier eine schöne Farbe heißlich. Okay. Hier überall so eine Geheimsache Rubikon. Jute-Seile. Japaner sind die besseren. Oha. Okay. Ja. Was hast du? Geheimsache Rubicon und Japaner sind die besseren Liebhaber. Japaner sind die besseren Liebhaber. 115 Minuten. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Kann Japaner sind die besseren Liebhaber. Ja, aber hier ist, das ist eine alte Waage. Das ist ganz klar. Wir müssen draußen mal gucken, ob wir da was im Boden finden. Entweder wurden hier nur Säcke gewogen. Oder wirklich, dass da Leute rübergefahren sind. Wir gucken mal. Ja. Hier ist die Waage. Gut, das werden keine Fahrzeuge gewesen sein, sondern irgendwelche Säcke. Ja, okay. Gut. Wir suchen mal und melden uns gleich von drinnen wieder. So, jetzt sind wir auch hinterm Gebäude angekommen. Ich sehe da hinten ein altes Autowrack. Das sieht mir nach einem C-Klasse Mercedes aus. Da will ich doch mal eben hin. Jo, habt ihr gesehen, die Katze? Jetzt ist sie unterm Auto. Ja, das ist eine alte C-Klasse.
Die Sitzbezüge aus Lammfell. Ach Quatsch. Guck mal. Jetzt mal rein und fahr mal los. So. Wären wir auch drin, ne? Ja, da ist doch ein Dunkelmotor, oder? Alten Auto. Hier. Das sieht auf jeden Fall nicht mehr gängig aus. Aber auch schon Sicherheitsglas, ne? Airbag ist draußen. Ja, krass, warte mal. Stecken Schalter. Ja, coole Sache. Das hier mit dem Holz, das sieht alles ziemlich neu aus, muss ich sagen. Das sieht alles, wartet mal, so aus, als wenn hier noch bis vor kurzem einer geschnitten hat. Hier haben wir noch so Garagen und alles. Ja, ich glaube auch. Auch das Paket da und alles. Geil, sowas suche ich noch in etwas kleiner. Für eine Grillecke. Oh cool, guck mal. Alte Badewanne, ne? Oder? Irgendwie so. Der Bollerwagen ist extrem cool. Den daneben sind überall Schlösser dran. Da sind auch schon wieder die Wohnhäuser. Gut, wir versuchen da jetzt mal reinzukommen und melden uns dann auf jeden Fall gleich vom Inneren des Gebäudes. Also bis gleich. Sondern einmal, wir sind noch nicht drin, aber hier hat an die Stadt Eigentum der Jeep Deutschland GmbH. Wahrscheinlich konnte hier irgendjemand Baulampen gebrauchen. Wenn wir Glück haben, ne, haben wir nicht. Ne. Alles zu. Alles zu. Also, wir suchen nochmal und melden uns gleich gegebenenfalls von drinnen. So. Wir haben also doch noch einen Weg nach innen gefunden. Und jetzt gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Also, ich schalte mal die Kamera. Hier sind überall noch so kleine. Nur noch mal ein bisschen größer für euch. Okay. Die Mitarbeiter haben es also gut gehabt. Hier steht noch eine Sonnenbank. Natürlich. Was haben wir hier? Alte Computer. Neoprenanzug, okay. Hier, André, hier ist noch eine Sonnenbank drin. Eine Sonnenbank. Eine Sonnenbank. Was meinst du, was sie damals gekostet hat? Hier ist aber auch alles schon. Guck mal, das ist wieder nicht ohne, wo wir gerade hier wieder drin herumtigern. Okay.
Endstufen sind hier 1, 2. Jetzt haben wir da auch nochmal so eine Bassbox, Rolle, wie auch immer. Wahrscheinlich ein Verstärker. Großer Winkelschleifer, der gar nicht so alt und scheiße aussieht. Das auch nochmal. Da ist, das kenne ich auch. Das habe ich fast das gleiche. Batterieladegerät. Staubsauger. Guck mal, nee, hier sind noch. Hier ist noch so eine Bassrolle, Bassbox drin. Ja, da sind mehrere Endstufen drin. Und hier ist nochmal. Equalizer Booster. Das ist ein Flex, Mann. Das ist ein großer Winkelschleifer. Eine Kreissäge. Ja, Junge, da ist wieder der Koch, der redet. Der Koch. Ah, fuck. Oh. Gut, was haben wir hier noch? Außer Decken, die vom Himmel kommen. Mittlerweile auch echt am Dämmern. Das hier soll jetzt überwacht sein, Video. Das ist, glaube ich, die Tür wieder das gemacht, ne? Soll Video überwacht sein, ja. Ja, aber gut, da ist draußen. Also wenn du hier drin bist, ne? Du kriegst so einen Balken auf den Kopf. Dann hast du verloren. Dann hat sich das erledigt. Jo. Messingkleiderhaken. Ja. Gut, auf jeden Fall alte Fabrik und danach wird hier irgendjemand, der mit Autos geschraubt hat, eingezogen sein. Hier nochmal so ein cooler Sessel. Ich habe hier, ich glaube, das war, da guck mal, das war ein Volvo-Fan auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall ein Volvo-Fan. Gut, dann machen wir uns mal wieder auf den Weg raus. Also sprechen wir draußen dann nochmal. So, ihr Lieben, das musste jetzt schnell gehen. Wir sind erwischt worden von einer Nachbarin, die hier Miteigentümerin ist. War aber ein ganz nettes Gespräch, muss ich sagen. Sie wollte erst die Polizei rufen, hat dann aber von abgesehen. Wir haben ihr klar gemacht, dass wir nur Fotos machen und keine böse Absicht haben und auch nichts kaputt machen. Und hier ist wohl vor kurzem erst Brandstiftung gewesen oder irgendjemand hat es versucht anzuzünden. Ist natürlich immer kacke, wenn irgendwelche Idioten uns das Hobby kaputt machen, gerade durch solche Aktionen. Aber wir sind ein bisschen schlauer geworden. Es handelt sich hierbei um eine alte Knochenfabrik, wo aus Knochen dann Mehl hergestellt worden ist und andere Sachen, zum Beispiel für Seife, Cremes und so. Gut, dann haben wir das dadurch auch erfahren. Leute, trotzdem, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn ihr Bock drauf habt und mehr sehen wollt, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen da, macht die Glocke an, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Macht's gut, bis dann, tschüss.